Ich war ja im klassischen Sinne gar nicht Model, sondern ich war in einer Kindermodelagentur. Ich habe also als Kind Werbung für Pudding etc. gemacht. Und ich habe dann mit der Pubertät gemerkt, jetzt verändert sich was, weil man mit der Pubertät auf einmal sexualisiert wurde. Und ich weiß noch, ich wurde einmal für einen Job gebucht und das finde ich fast schon pervers, ein Kind über eine Kindermodelagentur zu buchen. Und dann hat man mich gebeten, Unterwäsche anzuziehen. Man hat mir einen Stringtanga hingehangen, also so sollte ich vor die Kamera gehen, und einen BH mit so Eistüten. Und ich habe gesagt, ich ziehe das nicht an, weil sowas natürlich normalerweise auch vorher mit der Agentur abgestimmt werden muss. Und wenn ihr jemandem sowas anziehen wollt, dann bucht doch ein erwachsenes Model über eine Erwachsenen-Modelagentur, aber kein Kind. Und da habe ich wirklich gemerkt, auch so im Umfeld, bei allen, die Ähnliches gemacht haben, da verändert sich was mit der Pubertät. Und ich finde es schwierig, wenn man junge Mädchen in dem Alter sexualisiert. Ich habe eine Zeit lang Straßenumfragen gemacht bei Festivals und da war es so, dass ich alle 3 Minuten eine Hand auf dem Po hatte. Also es kam immer jemand angerannt, grapschte mir auf den Po und ist weitergerannt. Und irgendwann war es dann so, dass wir nur noch mit Security rausgehen konnten, deren einzige Aufgabe es war, meinen Po zu bewachen. Und die haben dann halt immer die Männer, also in dem Fall war es einfach Männer, weggeschubst. Also was mir wichtig ist, an dieser Stelle zu betonen, natürlich erleben auch Männer sexuelle Belästigung, aber Frauen erleben sie einfach deutlich häufiger. Ich habe mich um einen Praktikumsplatz beworben. Ich war, glaube ich, so um die 12 und ich habe nur Absagen bekommen und habe dann über einen familiären Kontakt 2 Tage bevor es losgehen sollte, doch noch einen Platz bekommen. Und das war in einer Druckerei und mein damaliger Chef, mit dem ich meistens alleine war, wollte nur über Sex sprechen und Sexstellungen und erzählte dann immer und malte das sehr aus und fragte dann hinterher, hast du das schon erlebt und wie findest du denn diese und jene Stellung und bestimmt gefällt es dir, wenn man dies und jenes mit dir macht und es ging den ganzen Tag nur um Sex und ich weiß noch, da hing so eine riesige Uhr und ich habe den ganzen Tag auf diese Uhr gestarrt und es fühlte sich so an, als wäre die Zeit stehen geblieben. Ich hatte das Gefühl, noch nie sind die Sekunden so langsam vorangegangen wie in dieser Druckerei und es war für mich der absolute Albtraum. Und dadurch, dass es aber eben über einen familiären Kontakt zustande kam, habe ich mich nicht getraut, was zu sagen. Meistens ist es ja so, dass man das so hinnimmt. Also man bekommt irgendwelche unangenehmen Bemerkungen. Oder ich hatte das jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit beim Dreh. Da hat jemand sehr lange mein Knie gestreichelt und einmal hat auch jemand sehr, sehr lange an meinem Rücken rumgespielt, was sehr unangenehm war. Und man muss das erst lernen zu sagen, so nicht. Und viele Jahre habe ich das erlebt, eben auch bei anderen Frauen, dass man einfach nur macht bei einer anzüglichen Bemerkung. Und da hat sich zum Glück mittlerweile etwas verändert und Frauen trauen sich eher zu sagen, ey, was fällt dir ein? Und ich kenne das leider aber eher so, dass man das als Frau allzu oft hinnimmt und weglächelt und ignoriert und hier rein und da raus. Und das ist eigentlich nicht der richtige Weg. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, aufzustehen und den Finger in die Wunde zu legen. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, das im Fernsehen zu thematisieren, damit man eben die Grenzen aufzeigt. Also ich habe mir natürlich auch gerade heute Gedanken gemacht, was ziehe ich an bei dem Thema? Und man tendiert ja dann dazu, sich eher irgendwie zu verhüllen und weite Sachen zu tragen. Und dann habe ich gedacht, nee, erst recht ziehe ich ein enges Oberteil an, um eben zu zeigen, ein enges Oberteil und gerade auch ein Ausschnitt. Das ist keine Einladung dazu, anzügliche Bemerkungen zu bekommen. Und ich finde es ganz wichtig, dass die Männer das lernen, auch wenn Frauen etwas Enges anhaben. Sie möchten das nicht. Das ist keine Einladung zu sexueller Belästigung. Ich habe nie gedacht, ich bin jetzt selber schuld daran, aber was man eben gedacht hat, ist, das ist ja normal. Und das finde ich eben das Schwierige dabei, dass man als Frau irgendwie lernt, dieses Verhalten zu
ignorieren, irgendwo zu akzeptieren und hinzunehmen. Und deswegen fand ich Männerwelten so wichtig, weil dadurch eben so ein Aufschrei passiert ist und man eben auch die ganzen anderen Geschichten gehört hat von anderen Frauen, die einfach nur einen Teil im Internet verkaufen wollten, sich dann natürlich in diesem Kleid oder was auch immer fotografiert haben und anzügliche Bemerkungen bekommen haben. Und wenn man das mal in der Summe sieht, wo überall das passiert, dann ist es einfach ganz klar so, dass man an einem gewissen Punkt sagen muss, nee, jetzt reicht's aber mal. Und ich finde, das hat dieser Film sehr eindrucksvoll gemacht. Ich habe das Gefühl, dass dieser Film das Verhalten einiger Männer verändert hat. Also ich habe das an Filmsets oft erlebt, dass Männer gesagt haben, früher hätte ich vielleicht diesen oder jenen Witz gemacht, weil ich persönlich das lustig finde. Jetzt, wo ich aber weiß, in welcher Summe Frauen anzügliche Bemerkungen erfahren müssen, verkneife ich mir das. Und das hat dieser Film ganz stark gemacht. Es ist weniger geworden. Es war eine Zeit lang so, dass ich zu 80-90% Dickpics bekommen habe. Ich habe dann irgendwann persönliche Nachrichten konsequent nicht mehr gelesen. Und jetzt, vor nicht allzu langer Zeit, habe ich mich wieder getraut, in mein Postfach zu schauen und war wirklich gerührt. Also das kriegt man ja auch alles nicht mit, was für liebe, tolle, nette Nachrichten man bekommt, wenn man einfach Nachrichten nicht mehr öffnet aufgrund von Dickpic-Gefahr. Und da war tatsächlich kein Dickpick mehr dabei. Also da hat sich echt was verändert und ich hoffe, das bleibt auch so. Die MeToo-Bewegung war wahnsinnig wichtig und ich spüre ganz klar, wie sich dadurch etwas verändert hat, wie viele Menschen vorsichtiger geworden sind im Umgang miteinander. Also gerade an Filmsets hat man eben auch die Situation, dass man irgendwelche Sexszenen spielen muss oder Küsse spielen muss. Und ich habe das Gefühl, dass sich da ganz viel verändert hat, dass man zum Beispiel viel häufiger ein Closed Set hat, also wirklich nur die Leute im Raum, die da sein müssen, weil sie eine Kamera halten oder irgendwas machen, weswegen sie in diesem Moment in dem Raum sein müssen. Und da wird mittlerweile viel stärker drauf geachtet als früher. Und da hat sich definitiv etwas verändert. Insofern war die MeToo-Bewegung eine wahnsinnig wichtige Bewegung. Mein erster Gedanke war tatsächlich, als ich erfahren habe, dass ich eine Tochter bekomme, dass ich dachte, oh, jetzt muss ich mit ihr über diese Dinge reden und sie darüber aufklären, was in dieser Welt passieren kann. Und ich hoffe, dass meine Tochter erwachsen ist, sich noch viel mehr getan hat als jetzt bereits. Und man macht sich aber natürlich bei einer Tochter mehr Sorgen darüber, weil eben Frauen dem stärker ausgesetzt sind als Männer. Ich hoffe sehr, dass sexuelle Belästigungen in naher Zukunft seltener werden, durch eben auch die MeToo-Bewegung, durch das Öffentlichmachen dieser Dinge. Und ich glaube, da hat sich einiges verändert in den letzten Jahren und ich hoffe, dass sich auch in den nächsten Jahren noch sehr viel mehr verändern wird.